Hallo Leute, es geht weiter mit Fearful Tales, Hänsel und Gretel. Ja, hier, wir können schaukeln und wir können allerlei, aber wir wollen, was wollen wir überhaupt? Wir haben jetzt einen Weidenkorb, wir haben ein kleines Schwert, ein Stiel. Stiel. Hier war doch eine Stelle mit, genau, da kann ich doch das mit der Schaufel verbinden. So, damit ich da auch über den Honig gehen kann, sonst rutsche ich ja aus. Es muss alles ganz sorgfältig gemacht werden. Und nun können wir ab zur Dorfstraße, wo es ja sonst immer ruhig ist. Und jetzt gar nicht mehr. Das geht ja gar nicht. Da sind sie, diese Lebkuchenmänner lungern immer noch hier herum. Ich sollte vorsichtig sein. Es ist ja wohl unmöglich hier. Hallo, Isabella. What's that? I can't hear a word you're saying. Oh, wir heißen Isabella. I can't hear you without my hearing horn. It's lost, you see? Bring mir Mr. Gideon sein Hörrohr, sodass du mit ihm sprechen kannst. Sieh schon wieder, ich muss mehr über diese Frau herausfinden. Was will sie? Ich weiß nicht. I remembered more. Seeing that woman's face again must have triggered it. The witch and her daughters had to go into hiding. Enemy spies could be anywhere. She knew they would be tortured and killed if they were caught by the enemy. They fled deep into the dark woods to the only soul she trusted, Garvin, a goblin. And then, oh no. I've lost it again. Ach, Chip, du Lebkuchen, Mann. Immer dieses Vergessen hier. Kann ich das irgendwie rausholen? Mit dem Holzschwert habe ich das da rausgeholt. Den Lampenschlüssel. Der Brunnen ist mit klarem, kaltem Wasser gefüllt. Kann ich hier noch irgendwas machen mit dem Zeug, was ich habe? Nö. Ah, die Musik ist immer noch total putzig. Haben wir hier in dem Gemüse irgendwas? Hinterhof. Dem Vogel. Ich kenne die Kombination nicht. Ich sollte nachfragen. Frag nach. Kann er aber nicht, weil er hört ja nichts. Dann gehen wir jetzt nach hinten. Nein, da können wir auch noch was einsetzen. Nach hinten. Bestimmt kann ich dieses klebrige Zeug irgendwie gebrauchen. Ich könnte es in eine Tasse füllen. Ich habe zufällig eine. Die ist aber kaputt eigentlich. Müsste das da nicht rauslaufen? Naja, dann wimmeln wir mal wieder. Mit unserer dramatischen Musik. Ach toll, ich mag sowas. Man berührt so Sachen und dann bewegt sich das wie die Schaukel und so. So, Gewicht und Blasebalg. Das war die Pfanne, ist auch okay. Gewicht, Blasebalg. Das ist eine Glocke, sollten wir die sollten wir auch finden. Auch gut. Das? Nee. Gewicht, das ist ja bestimmt dann so für so eine Waage oder so. Was ist hiermit? Angel, Schraubenschlüsselset, Angel bestimmt. Wo ist das Gegenstück? Hier ist der Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel-Set. Wo soll denn das alles hin? Aha. Das war die Kneifzange. Gut, dann finde ich jetzt erstmal die anderen einzelnen Sachen. Eine Angel ohne Angelhaken ist nutzlos. Ja, dann. Jetzt habe ich die Angel. Mörser und Stößel. Honigtopf. Ist das der Honigtopf? Das da. S-Haken und Zahnrad. Zahnrad. Gewicht immer noch und Pinsel. Ich sehe zwar hier überall so Kannen und so, aber der größte Schraubenschlüssel fehlt. Warte, ich habe ihn schon. Das war das Set. Nur noch das Gewicht. Da ist das Gewicht, genau. Sowas habe ich auch gesucht.
Aber vorher nicht gefunden. So, jetzt habe ich eine Kneifzange. Ich kann sie immer noch bewegen. La la la, ja. So. Wie ist Mr. Gideons Hörrohr in das Fass gelangt? Das muss einer dieser Lebkuchenmänner gewesen sein. Ich benötige ein Werkzeug, um die Nägel herauszuziehen und so weiter und so fort. Ja, prima. Jetzt kann der Gideon uns hören. Was fehlt noch? Ein Kissen. Nee, ein Sack Mehl. Mhm. Was ist hier noch so? Was sagt denn, reden wir erstmal mit ihm hier. Geben wir ihm erstmal das Hörrohr. That's it. Thank you so much. Bitte, bitte. Hansel und Gretel? Ja? Yes, yes. They were here a couple of hours ago. Das ist gut. They bought some bread and then... Sind sie weggelaufen? Wait, I remember. Erzähl mal. I saw them chatting with that lovely lady who's been staying at the inn. She's the one who's been selling those delectable ginger cookies. Aber man soll doch nichts von Fremden essen. Isabella, could you spare a moment to help me lower this awning? It's always such a pain. Ja klar, machen wir. Frage im Gasthof nach der mysteriösen Frau. Okay. Nee, ich wollte gar nicht wieder zurück. Ich wollte hier schon bleiben. So, Markise, was die hier, ne? Genau. Ich komme da aber nicht ran. Ich brauche ein Hilfsmittel. Ja, muss ich dann nochmal... Er gibt mir auch nicht so jetzt Hilfe. Ich, weil wie... Guck mal ins Tagebuch. Wollte ich auch noch machen. Diese Frau hat erneut ihr Gesicht gezeigt. Chip hat sich an einen weiteren Teil der Geschichte erinnert. Aber ich verstehe immer noch nicht, was hier vor sich geht. Sieh dir Chips Geschichte an. Nein, die hatten wir schon gesehen. Wie komme ich da jetzt mit dem Ding hier? Mit dem Regenschirm vielleicht? Ja, das könnte klappen. Tata. Jetzt gib mir den Code. Thank you so much, dear. Here. Take this code. Danke. You'll need it to get into the inn, since it's after hours. Good luck, Isabella. I'll let you know if I see your children. Ja, das wäre gut. Danke für den Code. Essen Teller, Brot und Fisch. Mhm. Tschüss, Mr. Gideon. Er versteckt sich jetzt hinter der Markise und ist gar nicht wirklich weg. So. Essen Teller... Brot und Fisch. Gasthaus zur Nachtigall. Oh, dieser arme kleine Vogel sieht hungrig aus. Einige Könner würden ihn bestimmt erfreuen, das glaube ich auch. Ich bin ja nicht so der Fan von Vögeln in solchen Käfigen halten. Ich finde, das ist ein bisschen Tierquälerei, wenn ich ehrlich bin. So sehr sie auch gesellig sein mögen, aber ein Vogel muss doch fliegen können, oder? Gut, wenn man den ab und zu wenigstens rauslässt, damit er fliegen kann, ist er immerhin. Aber manche Leute lassen die Vögel ja auch nur in diesen Käfigen. Und früher war das ja auch so eine Zeit, wo es so in war, wenn man so einen Vogel besaß einfach, ne? Und dann der den ganzen Tag da drinnen hockte und irgendwie aber trotzdem traurig. So, und bevor ich jetzt hier sentimental über Vögel rede in ihren Käfigen, sollte ich vielleicht mal... Kann ich hier nicht immer Licht machen? Außer dieser Vogel hier? Oder Körner finden? Habe ich vielleicht sowas? Oder möchte der hier meine klebrige... Oder hier ein Sack Mehl? Der will doch ordentliches Essen und hier nicht so einen komischen Honig. Hm. Hier ist sehr still, sehr tote Hose. Weiß auch nicht. Der hat jetzt nicht so viel gebracht. Weidenkorb. Hier komme ich auch nicht raus. Hatte ich hier noch was zu tun? Bilde ich mir das nur ein oder ist es heute dunkler als sonst? Weiß ich nicht. Ich will nur mal gucken, ob hier noch irgendwas war. Nee, ich hatte doch alles erledigt, oder? Ach ja, die machen ja Geräusche hier, die Gläser. Stimmt. Quatsch. Bestimmt sollen wir da draußen was machen. Hier, die Kürbisse und alle sind ja auch froh. Die Vogelscheuche hat ein Herz.
Genau, so soll es sein. In den Hinterhof vielleicht nochmal. Vielleicht ist ja hier noch nicht alles erledigt. Da muss doch irgendwas zu tun sein. Gib mir mal einen Tipp. Was hier? Hä? Was doch draußen? Wo denn? Hier beim Gemüse. Ach, hab ich's doch. Ah, da, Körner, natürlich. Hier beim Gemüse. Aber warum beim Gemüse Körner? Hätte ich ja eher dann doch beim Mehl. Na, ist doch egal. Gut, wir geben ihm die Körner. Jetzt freue ich mich. What is it, Birdie? Oh, we have someone here. Yes? What is it you want? I'm busy in the kitchen, making dinner for tonight. If you want something from me, you'll have to roll up your sleeves and make some pies. The recipe's in the kitchen. Hurry now, I haven't got all day. Wir sollen einen Kuchen backen. Hilf bei der Zubereitung des Abendessens, damit die Köchin dich weiter suchen lässt. Gut. Was sollen wir denn hier tun? Ah, dahinter stehen die Sachen. Ich glaube, das sollen wir erstmal so ein bisschen sortieren. Dann soll die dahin. Die dahin. Die große hierhin. Die ist nicht richtig. Der soll dahin. Die schlanke dahin. Ist das nicht die? Ich dachte, die wäre das. So, was wollt ihr jetzt noch? Sind die irgendwie... Diese Krüge sind falsch angeordnet. Ich sollte sie anhand ihrer Umrisse richtig hinstellen. Ich kann sie sogar drehen. Ah, sie mir dann genauer ansehen und entscheiden, welchen davon ich mitnehmen sollte. Wenn ich einen Krug richtig platziert habe, lässt er sich nicht mehr bewegen. Alles klar, ich kann die drehen. Ah, alles klar. Gut. Die waren einfach nur noch falsch rum. Ja. Jetzt habe ich einen Krug. Kann ich in den Obstgarten gehen? Gehen wir mal in den Obstgarten. Das ist ja auch schön hier. Ach, ich mag das. In Vogelhäuschen sind meist interessante Dinge zu finden, aber leider komme ich nicht heran. Ah ja, ich gucke eigentlich nicht so oft in Vogelhäuser. Zu schade, dass dem Hocker ein Bein fehlt. Kannst du es mit dem Schwert ersetzen? Ich brauche einen Eimer. Ich habe einen Weidenkopf, gilt das auch? Oder einen Krug? Nee, glaube ich nicht. Einen richtigen Eimer. Ich brauche einen Korb. Ich habe einen. So, jetzt kann ich, ach, ich soll die alle so. Und keine schlechten wahrscheinlich. Mehr her mit den Beeren. Das macht Spaß. Die roten wahrscheinlich nicht, die sind schlecht. Haha, das finde ich ja cool. Ja, das finde ich cool. Wann kommen eigentlich mal diese schönen roten runter? So. Da wachsen schon wieder welche. Ah! Reichte das schon? Mein Körbchen ist voll, es reichte. Als ob das so einfach wäre, wenn die immer von alleine einfach so runterfallen würden, das wäre ja schön. Zu schade, dass dem Hocker ein Bein fehlt. Ja, zu schade. So. Okay, ich habe die Beeren. Ich habe die Beeren, aber da fehlt mir was, da fehlt mir was, da fehlt mir was. Was haben wir noch? Die Köchin würde mich hinauswerfen. Dann gehen wir mal da lang. Ihr geht so viele Fliegen, ist ja ekelig. Ja, kann man die irgendwie, ich weiß auch nicht. Zunächst sollte ich das Rezept lesen und dann kann ich anfangen zu backen.
Da ist das Rezept. Aha. Ich brauche Mehl, Heidelbeeren und einen Krug. Ja, warte, Mehl. Das bestimmt auch. Nee, aber das. Den Krug. Ein Krug? Kein Krug. Ein Krug Wasser zum Kuchenbacken. Warte, das Wasser, das hole ich eben. Da ist ja klares Wasser draußen. Hier. Ich mag sowas. Ich mag solche kleinen Aufgaben machen. So, die so süß sind und einfach genug, dass man es kann. Und ja, man einfach mal loslegen kann. Das Mehl kommt als erstes hinein. So. Dann das. Ich nehme mal an, dann die. Oder? Ich glaube, ich muss umrühren, wenn daraus Teig werden soll. Dann rühr mal. Das ist schön. Das macht Spaß. Heidelbeerpfannkuchen, Kuchen. Und jetzt nur noch backen. Toll. Alles von allein. Die Zauberei. Nun sollte er fertig sein. Zack, fertig. Nach 10 Sekunden. Noch nicht mal. So. Haben wir es gerne. Und nebenan hier die Fliegen. Das ist schön. Igitt, ich hasse Spinnenweben. Ich sollte sie entfernen, bevor ich nach der Schöpfkelle greife. Krieg ich hin hier mit meinem Staubwedel. Kriege ich die Fliegen los. Die finde ich echt eklig gerade. Ich hasse Fliegen. Ich hasse echt Fliegen. Fliegen sind so nervig. Aber wie? Tasse mit klebrigem Zeug. Dann können die doch alle da dran kleben. Oh nein, ich habe ihn kaputt gemacht. Oh, du bist so dumm. Ja, ich bringe erstmal den schönen Kuchen. Den sollen nicht die Fliegen eigentlich kriegen. My, your pie smells delicious. Ja, und das aus deiner abartigen Küche. A mysterious woman. Oh yeah, she's been here for a few days. I haven't cleaned her room yet. I've been so busy with these pies. Maybe you could check inside? I don't think she's come back since this morning. Okay. Here's the key. Okay. Kümmert die sich eigentlich überhaupt um irgendwas hier? Mhm. Gut. Lassen wir die Fliegen da mal sein. Es ist zu dunkel hier. Zu dunkel, zu dunkel, zu dunkel. Zu dunkel, zu dunkel, zu dunkel. Aber ich habe doch so einen Lampen. Schlüssel. Ah, es werde Licht. Für ein neues Wimmelbild. Geschenk, Libelle, Schmetterling, Gussform. Da, das war das. Und das, das. Und Geschenk. Und dann ein Füllfederhalter. Und ein Brieföffner. Ein Brieföffner. Ein Brieföffner. Und ein Gehstock. Und Münzen. Also das ist noch relativ einfach hier alles. Was haben wir hier? Was soll da sein? Irgendwas soll da drinnen sein. Was denn? Pfeife, versiegelter Brief, Juwel, geöffnetes Schloss, Halskette. Ist ich da drinnen irgendwas? Hä? Oh, mit Raten komme ich hier nicht weiter. Das stimmt. Aber Pfeife, versiegelter Brief, hä? Was ist denn da drinnen? Abgeschlossen. Ach so, der Schlüssel ist hier vielleicht drin, ne? Nee, auch nicht. Hä? Hier ein Staubdings. Da ist der Schlüssel. So. Da ist die Halskette. Was wollte ich noch? Versiegelter Brief. Ist er das nicht? Der ist doch mehr versiegelt, diese Rolle hier, als das hier. Ein nicht versiegelter Brief, auch den soll ich versiegeln. Ja. Aber nicht so, wie ich denke. Okay. Dann suche ich jetzt was anderes. Das Juwel zum Beispiel. Fehlt noch. Die Pfeife haben wir jetzt auch. Versiegelter Brief. Den. Und ich würde das jetzt mit dem Stempel machen. Dann braucht man aber Wachs. Mache ich das zuerst darauf. Okay.
Und dann, okay. So geht's natürlich auch. Gefunden Gussform für einen Schmetterling. Das ist es, eine Gussform für den Torschlüssel. Ich könnte Metall auf dem Herd in der Küche schmelzen, wenn ich welches finde. So, jetzt kann ich sie aufschließen. Oh, das ist ja spannend hier. Zimmer der mysteriösen Frau. Oh nein! Ein böser Lebkuchen. Oha. Hat er nur auf uns gewartet, oder? Sollte mir das etwa Angst einjagen? Hat es nicht. Ja, du bist ja hier eine Taffe und so. Ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle dann das nächste Mal weiter bei Fearful Tales, Hänsel und Gretel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part.